TKKG, die Profis im Spiel. TKKG, die Profis im Spiel. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! Ja! Willkommen zu meinem zweiten Let's Play eines TKKG-Spiels. Ich habe ja schon Verrat an TKKG gespielt und habe mich jetzt dazu entschieden, das allererste TKKG-Spiel, was herauskam, ich glaube 1997, vor 16 Jahren, zu spielen. Ich hatte ja am Ende des letzten Let's Plays gesagt, dass ich eventuell das siebte Spiel, Wer stoppt den Feuerteufel, spielen wollte, weil das jetzt eines meiner Lieblingsspiele ist. Aber dann habe ich jetzt gedacht, ich möchte jetzt nicht beide meine Lieblingsspiele quasi zu Anfang gleich hintereinander spielen, sondern das vielleicht später machen. Und jetzt erstmal von vorne anfangen, also zumindest jetzt erstmal kann ich das Geheimnis spielen, wie ich das ja von Anfang an eigentlich vorhatte. Ja, ich habe das gerade erst hier installiert. Ich kenne natürlich, das sollte ich vielleicht vorher sagen, auch dieses Spiel. Weiß halt, wie es alles ausgeht. Ich werde aber halt nichts spoilern während des Spiels. Das heißt, es können sich auch ruhig Leute angucken, die das noch nicht kennen, das Spiel. Und ich werde halt nichts zwischendurch verraten. Also man kann die ganze Zeit quasi miträtseln. Ja, ich habe das letzte Mal vor ein paar Jahren gespielt, aber ich kenne halt die Handlung. Hab's aber hier jetzt gerade erst neu installiert und werde jetzt mich einfach wieder TKKG nennen. Und los geht's. An einem schönen warmen Sommertag sitzen unsere TKKG-Freunde Tim, Karl, Willi, genannt Klößchen, und Gabi im Eiscafé Venezia. Alle sind gut gelaunt, denn in zwei Wochen beginnen die großen Ferien. Da kommt Ralf, ein Freund von Tim. Er sieht besorgt aus. Sehr besorgt. Hey Ralf, was ist denn mit dir los? Ihr kennt doch Katja von der Wilhelmsschule. Klar, ist sie nicht die beste Freundin deiner Schwester? Genau, Katja ist weg, seit 3 Tagen verschwunden. Was? Ist die Polizei informiert? Ja, aber die haben noch keine Spur. Sandra und ich machen uns schreckliche Sorgen. Dann muss ich wohl TKKG einschalten. Genau. Katja hat mir mal von ihrem Schokokuchen abgegeben. Der war lecker. Nun bleib mal bei der Sache, Klößchen. Der Kuchen war von ihrer Oma und bei der war Katja öfter. Wir könnten mal ein paar Takte mit ihr reden. Vielleicht weiß sie was. Ihre Eltern sollten wir natürlich auch befragen. Die haben doch den Kiosk. Gute Idee. Und dann nehmen wir uns noch Peter, ihren Nachhilfelehrer, vor. Den kenne ich aus der Mathe-AG. Hoffentlich findet ihr was raus. Und schon sind unsere Freunde mittendrin in einem neuen Fall. Auf der Suche nach Katja. Ja, auf der Suche nach Katja sind wir jetzt also. Das ist der erste Fall von TKKG. Mit der originalen Map. Wir hatten ja Verrat an TKKG gespielt. Da ist die Map leicht verändert, vor allem durch Schneeball. Ja, und jetzt haben wir hier die originale Map des ersten Spiels. Es gibt hier im Menü übrigens eine kleine Sache, und zwar kann man hier noch nicht zwischen Deutsch und Englisch wechseln. Das wurde erst ab dem zweiten Spiel, glaube ich, eingeführt. Also wie das Ganze funktioniert, habe ich ja im ersten Let's Play schon erklärt. Ist eigentlich ganz einfach. Wir klicken eine von den Figuren an, gehen an einen von den Schauplätzen und können da Fragen stellen und müssen dann alles zusammen kombinieren. Wir gucken erstmal, was für Schauplätze es hier im ersten Spiel gibt. Mir fällt gerade auf, es gibt noch keine Menü-Hintergrundmusik. Das ist auch ein Unterschied. Später ist ja immer diese gleiche bekannte Musik. Aber wenn ich hier drauf klicke, dann geht glaube ich, Musik an. Okay, ich kann das ja schön als Hintergrundmusik laufen lassen. Nein. Okay, wir gucken also, wo können wir hin? Wir können hier, zu den Bootshäusern. Das ist das Hotel Splendid. Da wurde jetzt gerade gar nicht erklärt, warum wir da hin wollen. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass am Anfang immer so erklärt wird, wieso sollten wir da und da hingehen. Das hier ist der Bahnhof. Das hier ist der Kiosk von Katjas Eltern.
Das hier ist ein Treppenhaus. Da wohnt Katjas Oma in dem Haus. Das hier ist die Schule von Katja. Das hier ist die Villa von Klößchens Eltern. Das hier sind Geschäfte und das hier ist das Fenster, an dem Katjas Nachhilfelehrer sitzt. Wir sehen schon, das sind ziemlich viele Orte. Im fünften Spiel hatten wir am Anfang nur 4 Orte, das hat sich dann aber erhöht. Also 2 im Level, im zweiten Level bekamen wir 2 weitere Orte und im dritten Level noch 2 weitere Orte. Hier ist es halt so, dass, glaube ich, das ganze Spiel mit der gleichen Anzahl von Orten gespielt wird. Dieses Feature wurde quasi erst später eingeführt. Wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganz schön viel. Also 9 Orte ist extrem viel. Aber, ja, fangen wir doch einfach mal an. Und... Ups. Und ja, das letzte Spiel hatte ich ja angefangen mit einer kleinen Einführung, wer die 4 von TKKG sind. Man kann nämlich hier oben auf das TKKG-Logo klicken, das ging auch schon beim ersten Spiel, und dann stellen die sich kurz vor. Hallo, ich... Jetzt habe ich gerade... So, jetzt nochmal. Hallo, ich bin Tim, eigentlich Peter Carsten, früher als Tarzan bekannt. Doch nachdem ich diesen halbfertigen Bodybuilder ein paar Mal im Fernsehen gesehen habe, will ich nicht länger so genannt werden. Ich gehe in die 9B des hiesigen Internats. Nachdem mein Vater vor ein paar Jahren bei einem Unfall ums Leben kam, wohne ich auch im Internat. Meine Mutter, Susanne Carsten, arbeitet hart, um das Schulgeld für mich aufzubringen. Ich liebe Karate und hasse Ungerechtigkeit. Wenn es irgendwo ungerecht zugeht, greifen meine Freunde von TKKG und ich sofort ein. Ja, wir machen mal direkt weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das die gleichen Texte wie im fünften Spiel sind, die da vorgetragen werden. Klingt irgendwie ein bisschen... Ich bin Gabi Glockner und werde die Pfote genannt. Ja. Weil ich mir immer und von jedem Hund die Pfote geben lasse. Von meinem eigenen Hund Oskar trenne ich mich nur am Vormittag, wenn ich mit Tim, Karl und Klößchen in der 9B des Internats sitze und büffel. Mein Vater ist Kriminalkommissar und unterstützt mich und meine TKKG-Freunde bei unseren Abenteuern. Und wenn wir mal wieder mit einem aufregenden Fall beschäftigt sind, finden wir im Lebensmittelgeschäft meiner Mutter immer eine Stärkung. Da können wir aber nicht hingehen. Mein Spitzname ist Klößchen, weil ich so dick bin. Ich esse für mein Leben gerne Schokolade. Meine Eltern haben mir den Namen Willi gegeben, nach meinem Großvater. Bei uns Sauerlichs wird sehr auf Tradition geachtet. Uns gehört die alte Schokoladenfabrik, die mein Vater leitet. Später soll ich sie mal übernehmen. Naja, mal sehen. Meine Eltern leben in einer schönen Villa, im teuersten Viertel unserer Stadt. Mir wurde es dort auf die Dauer zu langweilig. Jetzt wohne ich im Internat und teile mir mit Tim das Zimmer Adlernest. Und noch Karl. Mein Name ist Karl Vierstein. Ich werde auch der Computer genannt, weil ich mir ganz gut Dinge merken kann. Ich gehe mit Tim, Klößchen und Gabi in die 9B des Internats. Ich wohne aber zu Hause bei meinen Eltern. Mein Vater ist Professor für Mathe und Physik. Von ihm scheine ich den Spaß am Lösen von wissenschaftlichen und technischen Problemen zu haben. Sportlich ist mir Tim weit voraus. Ich ziehe es vor, mit den Waffen des Geistes zu kämpfen. Ja, das war's also. Das sind die 4 von TKKG. Die Audioqualität erscheint mir irgendwie so mittel. Dann haben wir hier noch unsere Kiste. Jetzt ist es mal alles schwarz hier. Da können wir Indizien reinpacken, wenn wir irgendwas Bestimmtes mitnehmen wollen. Manche Sachen kann man mitnehmen. Ich denke mal, die meisten, die das Let's Play gucken, kennen schon TKKG-Spiele, wenn nicht sogar auch schon dieses hier. Wir fangen einfach mal an und gehen mal zu Katjas Eltern. Guten Tag, mein Name ist Tim Carsten. Meine Freunde und ich wollen bei der Suche nach Katja helfen. Das ist gut. Jeder, der die Augen aufhält, ist uns willkommen. Ja, hoffentlich ist sie bald wieder da. Ich habe Katja am Sonntag im Schwimmbad gesehen. Sie war mit einer großen, blonden Freundin unterwegs. Wer kann das gewesen sein? Groß und blond? Mittellanges Haar? Das ist bestimmt Sandra gewesen. Katja und Sandra sind seit der ersten Klasse die allerbesten Freundinnen. Okay, das war ja die, die sich auch mit dem Typen hier, wie hieß er? Ralf, die sich da Sorgen gemacht hatte. Wann haben Sie Katja am Montag zuletzt gesehen? Also, wie man sieht, die Fragen verändern sich teilweise auch. Es bleiben nicht immer die gleichen Fragen.
Das hat uns die Polizei auch schon gefragt, aber wir können uns leider nicht mehr so genau erinnern. Das war doch der Tag, an dem auch der Banküberfall stattfand. Da herrschte hier ein schreckliches Durcheinander. Überall Polizei und aufgeregte Menschen. Und dann war Katja plötzlich weg. Ja, hier ist anscheinend die KHM-Bank überfallen worden. Was haben Sie eigentlich von dem Banküberfall nebenan mitbekommen? Da hat der Typ doch gerade gesagt. Aber wir bekommen ja ständig neue Fragen hier. Na, hier war der Teufel los. Einer der Gangster hat auf der Flucht unseren großen Zeitungsständer umgerissen. Die Polizei hat das Gelände großräumig gesperrt und wir saßen blöd da. Keine einzige Zeitung sind wir an dem Tag mehr losgeworden. Das ist blöd. Was haben Sie eigentlich von dem... Wissen Sie, ob Katja Probleme in der Schule hat? Naja, sie ist nicht gerade eine Leuchte in Mathe. Deshalb geht sie ja zur Nachhilfestunde. Aber als Problem würde ich das nicht gerade bezeichnen. So, können wir hier noch irgendwas anklicken? Ah ja. Wieder Überfall auf Bank. Gangster werden immer frecher. Noch haben wir keine Anhaltspunkte, aber wir werden sie kriegen, sagte Kommissar Glockner gestern. Die drei maskierten Gangster, die am Montagnachmittag die Filiale der KHM-Bank am Markt überfallen haben, sind offenbar Profis, denn sie hinterließen überhaupt keine Spuren. Sie scheinen gut informiert gewesen zu sein, denn just an diesem Montag lagen in der Bank 90.000 D-Mark, viel mehr als normalerweise an Bargeld vorhanden ist. Die Verbrecher drangen gegen 15.25 Uhr in die Filiale ein, bedrohten die Kassiererin Heike D., 36, mit einem Revolver und erzwangen so die Herausgabe des Geldes. Die Beute verstauten sie in einer Tiger-Sporttasche. Wer Hinweise über die Herkunft der Tasche geben kann, wendet sich bitte direkt an Herrn Kommissar Glockner oder an jede Polizeidienststelle. Ja. Moment, jetzt habe ich ja nochmal drauf geklickt. Wieder Überfall auf Bank. Stopp. Also, hier hat es einen Überfall gegeben auf die Bank, die direkt neben dem Kiosk ist. Der große Kampf. Mist, den habe ich verpasst. Ja, das war wahrscheinlich nicht so wichtig. Das ist wieder die Zeitung von gerade, sonst können wir hier nichts mehr anklicken. Wir gehen auch mal kurz hin, ob eventuell noch eine neue Frage erschienen ist. Wann haben Sie Katja am... Das ist jetzt die Frage... Wann haben Sie Katja am Montag zuletzt gesehen? Die habe ich schon gestellt, oder? Aber das war die zweite Frage gerade, naja, ist ja auch egal. Was haben Sie eigentlich von dem Banküberfall nebenan mitbekommen? Ach so, und da ist jetzt die andere Frage wieder, also was für ein Durcheinander, naja, egal. Ich wundere mich jedes Mal, wenn ich hier wieder ins Hauptmenü komme, dass die Musik nicht anfängt. Okay, ja, dann gehen wir einfach mal, so der Reihe rum, also im Uhrzeigersinn, zu diesen Geschäften hier. Und gehen zu Sports & More. Ist Sven da? Ich bin Tim und würde ihn gerne sprechen. Okay, also anscheinend kennt Tim hier den Inhaber oder so, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, wieso wir in dieses Geschäft gehen können. Oh, tut mir leid. Er hat einen Termin bei der Bank. Er kommt heute wahrscheinlich gar nicht mehr rein. Nochmal hin. Ist Sven da? Mir gefallen die Sweatshirts mit den großen Zahlen drauf. Was kosten die? Normalerweise 89,90, aber für einen alten Freund macht Sven bestimmt einen guten Preis. Ja, das kann natürlich sein. Hier können wir nichts mehr anklicken, da kommen wahrscheinlich auch keine neuen Fragen mehr. Deswegen gehen wir mal zu Peter, dem Nachhilfelehrer. Grüß dich, Peter! Ich, Peter, du Tarzan. Sehr witzig. Ja, und ich habe gerade gesehen, die 15 Minuten sind schon wieder um. Das war die erste Folge. Wir haben ja noch nicht so viel geschafft. Aber es geht natürlich direkt im zweiten Part weiter. Bis dann.